Rosen, Frauen und Sex. Er gehört zu den Personen, die in den letzten paar Monaten fast täglich in den Medien gestanden ist. Aus 3+Bachelor, wo er einen Sonnenuntergang organisiert hat, ist er bekannt worden. Jetzt ist Bachelor-Zeit vorbei und es fragen sich ganze Haufen, was macht er weiter und was passiert mit ihm? Sex-Experte und Blogger bei einem Heftli, wo Frauen und Männer soll bei Sexfragen helfen. Liebe, Sex und Vujo. So heisst es. Und heute ist bei mir hier auf dem joiZone Sofa. Willkommen, Vujo Gavric. Hallo, Chregi. Schön, bist du bei mir. Vujo, wie gut ist eigentlich der Sex mit dir? Das ist unbeschreiblich gut. Also ich habe noch nie ein schlechtes Feedback bekommen. Hast du immer nur gutes Feedback? Nur gutes, ja. Also was sind das so für Feedbacks, die du bekommst? So? Ja, du bist Weltklasse, dich muss man zuerst mal toppen. Ich sage, schau, zu gutem Sex gehören eigentlich zwei dazu. Mhm. Aber ein Mann, wenn er eine Frau führen kann, dann klappt alles, wenn er gut ist. Also wenn das Frauen immer, dass man sie führt quasi. Dass man also ein bisschen sagt, wo das soll durchgehen soll, wo man aber auch vielleicht mal einen Step zurück macht und sie vielleicht ein bisschen mitlassen kann. Oder was, ja, klar, müssen beide mitspielen. Aber ich höre auch von vielen Leuten, von Männern vor allem, ja, die Frau ist nicht so gut im Bett. Ich sage dann immer, schau, es gehört... Eigentlich kann sie gar nicht gut schlecht im Bett sein, mhm, weil ein Mann muss sie irgendwo durchführen. Dann kann der Sex eigentlich immer noch gut sein. Mhm. Aber das Feedback eben ist wirklich durchgehend immer gut gewesen. Hat noch nie einer gesagt, leck, Vujo, du bist jetzt fertig über ein paar Palmflöte? Das schon nicht. Klar hat einer vielleicht mal gesagt, ich weiss, also eben nach dem Ausgang, wenn es halt damals passiert und du etwas getrunken hast, wenn sie dann nie etwas drischt und sagt, weißt du, es kommt, wir wiederholen den Morgen und dann, ja, einen Tag später sieht es wieder anders aus. Mhm. Und die Feedbacks, wann haben die angefangen? Sind die eigentlich schon immer gewesen? Oder jetzt einfach seitdem, dass du bekannt geworden bist, auch durch den Bachelor? Nein, schon immer. Also, ich muss sagen, so viel Sex habe ich gar nicht gehabt, seit ich Bachelor bin. Mhm. Ganz ehrlich. Also stellt man sich da etwas anderes vor? Ja, klar, man wird auch vorsichtiger mit den Frauen. Es gibt dann Frauen, die sind halt nur der Bachelor und nicht mich selber. Mhm. Und dann musst du halt auch überlegen, was geht nach der Öffentlichkeit und was nicht. Mhm. Du möchtest Experte werden, du selber bist aber noch Single. Soviel das ich jetzt weiss, stand jetzig. Stimmt das überhaupt? Genau, ja. Du bist noch Single? Ich bin gut, noch Single. Du hast aber 20 Frauen auf dem Silbertablett hast du präsentiert bekommen und keine war darunter. Der ist ja quasi der gleiche, nicht so der Experte, der durchdrückt. Du eigentlich solltest du als Experte wissen, zumindest eines von diesen 20, die es bei dir schaffen sollte. Klar, aber ich habe es ja dann genau aus diesem Grund gemerkt, als Experte, dass keine von diesen 20 zu mir wirklich passt. Hast du das denen auch gesagt? Also nicht nur, dass du keine Rosen gegeben hast, sondern auch vielleicht nachher noch mal, was sie gesehen hast oder so? Ja, klar, auch am Ausgang auf der Gasse, wenn sie spontan waren. Oder eben während der Drehzeiten, wenn du mal in Pause gehst, klar habe ich dann gesagt, schau, es tut mir leid, aber es passt einfach nicht. Vor allem nach der Rosenübergabe. Weißt du, wenn du gesagt hast, wenn die Nacht von der Rose vorbei war und dann noch mit allen zusammen etwas getrunken hast, dann klar habe ich dann auch sorry gesagt, aber es reicht einfach nicht. Und ich sehe da keinen Sinn, dass ich dir nochmal eine Rose gebe.